Ist hier denn noch irgendwas? Nee. Alles leer. Ah, eine Laborstation. Das finde ich gut. Da gibt es direkt nochmal ein paar XP dazu. Nee, sonst kann ich nichts her. Kühlflüssigkeit. Ich weiß nicht, wofür die gut ist. Stahlsäure aufbereitetes Wasser. Nee. Ich weiß momentan nicht, wofür die ist. Das heißt, ich ignoriere das mal. Auch wenn das mit Sicherheit auf. Also, wenn ich das so sehe, gibt mit Sicherheit XP ganz gut, aber. Ich glaube, die Sachen kann ich momentan noch besser irgendwie verwerten, gebrauchen. Was auch immer. Waren wir hier? Nee, ne? Ich habe mich übrigens verlaufen, also falls ihr euch wundert. Ah, die Polizeistation, die wollte ich noch, glaube ich, durchsuchen. War ich da schon oben? Hier bin ich ins Gefängnis? Ne, hier gibt es nur ein Telefon. Doch, hier haben wir was gefunden. Nachricht an Robert Cooper. Das war gute Arbeit, Bobby. Die Frau und das Mädchen werden nichts sagen. Keine Sorge. Wenn die Schecks von der dicken Lebensversicherung erstmal kommen, wird sich Mrs. Montrano wünschen, dass ihr fetter Arsch von Mann schon vor 5 Jahren ins Gras gebissen hätte. Und wie es weitergeht, das überlasse ich dir. Strand, Sandwichladen, Schrottplatz, ist egal, wo er landet. Solange Johnny Senior nie herausfindet, was mit seinem kleinen Fleischklops passiert ist, müssen wir uns keine Gedanken machen. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Okay. Da haben sie wohl irgendwie Beweise gefälscht, so wie das jetzt klang. Winters Holoband-Aufzeichnung. Beweismittel at Winter 02, Holoband 02 herausgeben an Sergeant Sulzbach. Sulzbach im Taunus? Das ist doch hier ganz um die Ecke. Beweismittel 5 an Deputy Gold Sheriff Dienststelle Nahant. Golds Aufzeichnung, eine Schrotflinte nicht abgefeuert am Tatort gefunden. Ein Überwachungsvideo aus Slocums Joe Donut Laden in der Asservatenkammer und 4 Zeugenaussagen in Sulzbach. Jetzt muss ich, soll ich jetzt ins Auto steigen nach Sulzbach fahren? Wollt ihr mich verarschen? Was haben wir hier noch? Urkundenfälschung, 2 gefälschte Zahlungsanweisungen unterschrieben von Mr. Richards, erhalten von Malden SNL im Asservatenkammer. In Asservatenkammer, in alles in der Asservatenkammer hier. Wo ist, die Frage ist nur, wo ist die Asservatenkammer? Ich habe sie bisher noch nicht gefunden. Blastradius, Ein Blättspiel. Ein asiatisches Blättspiel. Das hier ist bestimmt die Asservatenkammer. Die Frage ist, wo ist die Asservatenkammer? Ich würde jetzt im Normalfall vermuten, im Keller. Aber Keller gibt's hier ja keinen. Oder ist sie unter der Treppe? Nee, ne? Wahrscheinlich auch nicht. Das hier ist wohl auch nicht die Asservatenkammer. Ich muss auch mal ganz kurz. Wo sind wir eigentlich gerade? Suche nach dem Erkundungsteam. Malden Center. Slocums Joe. Ich glaube, ich gehe mal so ein bisschen in die Richtung. Und vielleicht finden wir ja jetzt erstmal das Erkundungsteam. Ich meine, das ist eigentlich das, weswegen wir hier die ganze Zeit schon sind. Aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich meine, ich mache das sogar aktiv, einfach von meinem Plan abzuweichen, weil es ist einfach nur so geil. Tut mir leid. Entschuldigung. Ja, es sieht halt einfach alles nur so cool aus und ich will dann immer alles angucken. Folge dem Notsignal. Radio Notsignal.
Das sieht nicht gut aus, wo ich hier gerade bin. Ganz ehrlich, hier ist mir ein bisschen zu viel Licht, um es mal so zu formulieren. Ich glaube, wir nähern uns. Wir haben ihn gefunden. Komplett verformt. Das hier ebenfalls. Was ist hier passiert? Hey. Tja, da haben wir das Ding wohl gefunden. Aber was hier passiert ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, wir können auch wieder zurück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben gefunden, was wir finden sollten. Aber was hier passiert ist, außer dass es hier unglaublich verstrahlt ist. Moment, wir haben da was. Wir haben noch einen Safe übersehen. Den mache ich natürlich noch auf. Ach, nee, wir haben noch 54 Haarklammern, da können wir noch ein paar kaputt machen. Ja. Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Aufgepasst. Nein, ich will doch handeln, Dogmeat. Oh, jetzt bleib stehen. Position halten. Oh, Mann, Mann, Mann. Da brauchst du nicht so zu meckern. Ich gebe dir jetzt noch ein paar Sachen, wenn du immer... Wert, Gewicht. Mit Mündungsbremse. Institut gewährt. Die kann man bestimmt... Wert 70? Ja, die kann man bestimmt ganz gut verkaufen. Wollte ich gerade sagen. Ein SB-Kampfer... Ich weiß allerdings nicht... Gleich mal gucken. Des Giftmischers Schlagstock. Warum habe ich den eigentlich favorisiert? Ach nee, das ist ein gutes. Ein schwachen Blastradius. Ja, ja, komm. Kriegt alles der gute Dogmeat. Ah, den können wir auseinandernehmen. Das finde ich auch gut. So, wir sind bei 227. Das sollte erstmal reichen. Aufgepasst. Und los. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir gucken noch mal ganz kurz im Inventar. Da hatte ich doch bei Kleidung den SB-Kampfanzug. Ich meine, die Armeeuniform hat uns Stärke gegeben, aber der gibt uns halt Stärke und Beweglichkeit. Naja, egal. So, wie sehen wir jetzt aus? Ah, aber das ist so ein Anzug wie der eine Hannebumble da anhatte. Ist hier noch ein Seesack. Siehst du, hätte ich gut, wenn man zwar immer ist immer gut, wenn man zweimal guckt. Okay, was sagt uns jetzt eigentlich die Karte? Also wir haben, hör dir das Schlachtfeld Holoband an. Schlachtfeld Holoband? Welches habe ich das im Inventar? Schlachtfeld Holoband? Müsste dann ja hier... Das ist nicht sortiert, oder? Doch, da! Tatsächlich. Auf der Straße in einen Hinterhalt geraten. Sind 1 zu 5 in der Unterzahl. Klare Meldung. Herr ist runter, 5%!
müssen die Rüstungen zerstören. Wir dürfen nicht zulassen, dass... Varam! Das ist klar, oder? Astlin, Selbstzerstörung aktivieren. Ferris, zurückfallen lassen. Wir gehen zur alten Militärbasis und versuchen dann, es zu unserem Unterschlupf zu schaffen. Der Code ist unsere Kennung. Okay, Bewegung, Bewegung, Bewegung! Ah, okay. Untersucht das Trainingsgelände der Nationalgarde. Also, ich dachte jetzt, wir könnten wieder gemütlich zurück und dem Bericht erstatten. Nein, wir müssen noch weiter. Ich muss auch, fällt mir gerade mal auf, Hilfsmittel, Radway. Am besten eigentlich nochmal schlafen. Da hinten scheint die... Oh Gott, ich ahne Böses. Ich gehe jetzt aber tatsächlich mal relativ direkt dahin. Jetzt lasse ich mich mal von meiner Mission nicht abbringen. Oh, ein Eichhörnchen. Nein, Spaß. So, wir sind, glaube ich, gleich da, oder? Ja, wenigstens nicht so super weit. Mal gucken, ob wir den, ob wir da noch jemanden finden. Trainingsgelände der Nationalgarde. Blödes Ding. Ich bin doch auf eurer Seite. Ja, so... Notsignal, wie kann ich denn bitte schon wieder Not... Ich habe den Sender eingepackt. Wir gucken erstmal... Oh, entsperren Meister. Ich glaube... Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, ich auch nicht. Die Tür ist very zu. Okay, da wäre noch eine Kochstation, die ist jetzt natürlich nicht so wirklich interessant, haben wir ja vorhin schon gemacht. Kommen wir denn hier übers Dach irgendwie rein? Den müsste ich doch mittlerweile hacken können, oder? Oder auch nicht, also... Okay, aber rein... Tür oder so ist hier auch nicht, ne? Nö. Wie soll ich denn dann bitte da reinkommen? Hier ist auch keine Tür. Da wäre was. Aber da muss ich... Komme ich hier durch? Nein. Ich bin verwirrt. Mach das mal gerade so. Ich vergesse immer, dass hier überall auch Granaten rumliegen können. Naja, egal. Ich merke es ja meistens zumindest noch rechtzeitig genug. Welches Notsignal soll das denn bitte sein? Ich vermute, das ist da hinten. Ach, egal. Ich weiß nicht, welches Notsignal das sein soll. Ich habe jetzt auch gerade irgendwie nicht vor, das rauszufinden. Ich wette.
Ist das ein anderes Notsignal? Ich bin mir gerade echt nicht so sicher. Hä? Ach, Spiel, verwirr mich doch jetzt nicht so. Das war echt super. Das war schon wieder so super grandios. Ich erschrecke mich und schieße drauf. Alter. Sind da noch mehr Dogmeat? Nee, ne? Was ist das für ein... Ist das das gleiche Notsignal wie vorher? Ich weiß es nicht. So, wir gehen erstmal ins Rekrutierungsbüro der Nationalgarde. Gucken, was wir da so finden. Wolltest du gerade aufstehen, du Ghoul? Ich vermute ja fast, dass das hier drinne ist. Oh nein, ich mache mir brennende Zombies. Ja, du kannst aufhören. Ich weiß, ich bin... Na, wie geil. Was war das denn? Ich hab's leider viel zu spät gerafft. Okay, da ist das... Tja, neue Aufgabe? Hallo, 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 sag mir mal den Mann. Habe ich eine neue Aufgabe oder... Da drüben ist eine Tür. Ja, die Tür zum wieder rausgehen. Das Ding kann ich nicht hacken. Ich bin auch kein Experte. Ja, ja, ich weiß. Okay. Das ist wohl ein... Du trägst so viele Dogmeat, mein Freund. Ja. Ich muss gerade was ausprobieren. Ich finde das cool. Ich finde das Feature echt cool. Moment. Also eine Sache wollte ich jetzt erstmal gucken. Und zwar, ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Grünes Gunner-Halstuch hilft, bringt mir gar nichts. Der Pilotenhelm, ist der eigentlich besser? Ja, er ist besser als der gelbe Pilotenhelm. Okay. SBO. Das ziehe ich natürlich sofort an. Das Ding ist ja deutlich besser. Okay, das bringt dafür noch 5 AP. Ach, egal. So, ich wollte mal... Ich habe doch den gelben Pilotenhelm. Der hat 2, 5 und 1 Wahrnehmung. Der hat 3, 5 und keine Wahrnehmung. Na, dann bleibe ich lieber bei dem gelben. So. Dogmeat. Aufgepasst. Ja, ich weiß, ich trage zu viel und kann nicht rennen. Kurz Sturmgewehr, kurz Kampfgewehr. Ein
paar Sachen muss ich Doc mitgeben, damit ich mich zumindest wieder bewegen kann. So. Und irgendwas wollte ich jetzt gerade noch gucken, nämlich Waffen. Da hatte ich doch hier noch das Sturmgewehr. Das würde ich gerne auch mal, das lege ich mir mal auf die 6 und dann will ich das einfach mal später ausprobieren.